Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ihr seht es, Leonchen da mit heute dabei. Wie viele von euch mitgekriegt haben, hat er einen Unfall gehabt in der Schule, sich einen ganz schlimmen, offenen Armbruch zugezogen. Und seine Klassenkameraden sind jetzt gerade auf Klassenfahrt. Er darf jetzt zu Hause bei mir bleiben, mich ein bisschen unterstützen. Mhm. Und ihm geht soweit wieder gut, ne? Ja. Immer. Also es tut nicht auch nicht mehr weh. Ne. Also es sieht auch relativ unspektakulär aus, weil er keinen Gips hat. Die Knochen sind von innen mit Nägeln fixiert. Also er hat hier den ganzen Arm voll Pflaster, weil sie halt da geschnitten und genäht und alles haben. Und dadurch, dass er jetzt keinen Gips hat, sieht es nicht so spektakulär aus. Also viele sagen, ach, da ist ja gar nichts. Aber das war schon ganz schön heftig, ne? Ja, das war für deine Mutter. Deine Mutter hat ganz viel geweint. Ja, da kann ich drüber nachdenken. Fange ich gleich wieder an. Achso, wir wollten uns auf diesem Weg beim Evangelischen Kinderkrankenhaus in Hamm für die tolle Versorgung nochmal bedanken. Ärzte und Schwestern waren ganz toll. Liebe Grüße an Schwester Maria, die mich sogar erkannt. Er sagt so, ach, gibt's ja gar nicht, die Therapiefee ist ja hier. Und sie möchten wir alle mal ganz lieb grüßen und uns nochmal für die tolle Versorgung und Betreuung und so bedanken. Ne? Ja. Ah, deine Mutter schon wieder. Gut, wir wollen heute einen Kuchen zusammenbacken. Ich habe in meinen alten Finessenzeitschriften, die so für die Weihnachtszeit waren, ein bisschen rumgeblättert und habe hier aus dem Rezept Finessenheft 6/2014 diesen Kuchen gesehen. Vanille-Sahne-Gugelhupf heißt der. Und das, was heißt das Kuriose? Das Schöne ist, ich habe mir vor kurzem nämlich gerade zufälligerweise genau diese Backform bestellt, weil ich einfach diese Form so sensationell schön fand. Ich glaube, da gibt es auch im neuen, entweder im Grundkochbuch oder im Backbuch vom TM5, ich weiß es jetzt nicht mehr, auch ein Rezept, wo gerade diese Kuchenform eingesetzt wird. Ich dachte, das sieht ja so toll aus, die möchtest du auch unbedingt haben. Ich habe die irgendwo im Internet bestellt und zwar ist das von der Marke Nordic Ware. Mhm. Ja, genau. Und da haben wir gesagt, ach komm, wir machen kein spektakulär aufwendiges Rezept, sondern machen einen Kuchen, na, wo Leonchen ein bisschen mithelfen kann. Bitte nicht auf die Nährwerte achten, die sind ein bisschen heftig. Aber Mutti isst sowieso nur ein Stück und die Kinder können es vertragen, die trainieren sich das alles wieder ab. So. Versuchen wir. Pass auf. Du kannst ja auch, du einarmiger Bandit, kannst mir ja helfen. Und zwar als allererstes Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze, habe ich gemacht. Gugelhupf vorm Fetten habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich gleich und mit Paniermehl ausstreuen. Gut, jetzt kommen Butter, Eierzucker und Vanillezucker in den Mixtopf. Ihr braucht also 400 Gramm Butter, 6 Eier, 400 Gramm Zucker und 30 Gramm Vanillezucker selbst gemacht. Das kommt also jetzt erstmal in den Mixtopf. Jetzt musst du für mich erstmal die Waage drücken, Schätzchen. Guck, und jetzt brauchen wir 400 Gramm. Wie viel sind denn hier drin? 500. Oh, jetzt. Wow. Ja, ich habe die Sandela genommen. Also kann ich ja schon fast das ganze Paket hier reinknallen, fast. Außer ein Mini-Viertel nur. Ich mache das für dich. 365 Gramm. Gut, deine Augen funktionieren ja noch wunderbar. 395. Ein bisschen, bestimmt ein bisschen zu viel jetzt hier. 395. Oh, 400. 400 Gramm Butter oder Margarine oder das, was ihr möchtet. Immer. Gut. Dann haben wir 6 Eier. Die haben wir schon rausgekloppt. Gucken wir, die schön hier schwimmen, du. Hier, schön am Schwimmen. Die machen wir auch hier rein. Und dann kannst du mir mal vorlesen, was dann noch kommt. Mhm. Zucker und Vanillezucker. Gut. Zucker brauchen wir auch. Wie viel? 400 Gramm. Schätze, nun geh ein bisschen an die Seite. Okay. Weil ich weiß, es gibt hier sowieso nichts Spektakuläres zu sehen, aber wenigstens ein bisschen vom Thermomix. Ja. Deswegen. Wegen meinem Kopf, ne? Wegen deinem dicken Kopf. Ich habe auch einen dicken Kopf. Ich glaube, die Mutti wird krank. Ja, irgendwie bin ich nicht so ganz fit. Dein Unfall hat mir wirklich die letzten Kraftreserven gekostet, du. Glaub's aber wohl. Oh, Mischung aus 400 und 395. Und jetzt noch so. Vanillezucker. Vanillezucker habe ich hier schon in ein Schälchen reingetan. Da
kloppen wir auch noch rein. Stimmt sogar genau 30 Gramm. Und da haben wir erstmal alles drin, ne? 20 Sekunden Stufe 4. Ja, das kannst du ja einstellen, auch mit einem Arm. Mit einarmiger Bandit. Oh, Max, komm hier an die Seite. Okay. Nee. Zeit. Genau. 20 Sekunden. So, fertig. Drück einfach mal. Du kannst auf dem Bildschirm antippen. Ja, nee, so das. Genau. Ach so. Dann hört er nämlich auch auf mit der Bühne. Oh. Oh. Oh, war der Kuchen. Riecht nach Kuchen auch. Das sieht nicht aus wie Kuchen. Gut. So, pass auf. Jetzt Sahne, Mehl, Puddingpulver und Backpulver. Das heißt, es kommt erstmal 200 Gramm Sahne rein. Das werden wir nicht abmessen, weil. Ach, ja, dann mach Mörchen. Wenn du unbedingt. Mörchel, drück jetzt bitte die Dings. Ich wollte gerade noch diese Waage zeigen. Also sowieso nicht 200, da fehlt wieder was. 5 Gramm oder was. Das ist jedes Mal so. Genau richtig, fehlen noch 5 Gramm. Ja, hab ich doch gesagt. Das ist jedes Mal so. Dann Mehl, auch 400. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. 400, 400, 400. Also kann man. Du musst die Waage drücken, hallo. Nee, das ist 5 Gramm zu wenig. Oh, Mutti. Oh. Hallo. Wieder 5 Gramm zu viel. Was ist hier los? Das ist nämlich genau. Genau, ja. Genau dazwischen, weißt du? Dann weiß er nicht. Rauf, runter. Ach komm, so egal jetzt. So, 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Ne? Haben wir auch. Oh mein Gott, der ist voll bis oben hin, das arme Ding. Boah! Ich glaube, das geht nicht mehr zu. Also ich glaube nicht, dass man das im 31er machen kann. Warte mal, lass mal gucken. Weil hier ist nämlich auch schon, klar, das war ja auch schon auf den 31er gemünzt. Nee, das ist auch für den 31er, also braucht ihr euch keinen Kopf machen. Ach, guck mal hier, was ich hier mache. Oh, schön, Fermi. Schon wieder sauber. So, und ein Päckchen Backpulver. Boah, das klappt da echt nicht mehr rein gleich. So. Wenn du noch was reintun musst. Nee, ich bin noch fertig. Zum Glück. So, und jetzt, was steht da? Mit Hilfe des Spatels 1 Minute Stufe 6. Das macht mir schon mal Platz hier. Oh, schön weich. So. Du kannst jetzt 1 Minute einstellen schon mal. Hier. Ach, ist das schon? Oh, ich bin auch schon mal so wie. Mann, Fresse. Mein Gehirn arbeitet nicht mehr richtig, glaube ich. Aber das öffnet auch einen Schaden. Ne? Und jetzt hier. Entschuldigung, ich mache wieder weg. Jetzt du tippen. Auf 5 und ich rühre dann. Danke. Also ein bisschen mithelfen, damit sich das ein bisschen besser vermischt. Mal, wie es aussieht. Hoffen wir, es sieht gut aus. Sicher sieht das gut aus. Ja. Das ist jetzt nur. Sieht gut aus. Oh, dieses Vanillepuddingpulver, das macht ja alles staubig. Boah. Also, Teig. Sieht gut aus. Hängt jetzt noch ein bisschen Mehl an der Seite, aber nicht so viel, dass man das jetzt nochmal extra unterrühren müsste. Kann man auch einfach jetzt so rühren. Genau, dann mache ich jetzt hier oben im Spatel einfach so ein bisschen unterrühren und gut ist. Ja, hier probieren wir gleich mal. Hier sauberen Löffel. Genau. Gucken, was du dazu sagst. Du als Erster, damit du nicht meinen Schnuppen nur abkriegst. Mit. Schmeckt so wie Waffelteig immer. Ja. So, einmal nur für euch zum Gucken. Ich meine, ja. Schmeckt auch irgendwie wie so ein Keksteig. Ja. Können wir ja mal versuchen als Keksteig. Nein. Jetzt fette ich erstmal die Form und mache auch, so wie sie es geschrieben haben, vorsichtshalber Paniermehl mit rein. Weil diese Rillen, ich glaube, trotz Backtrennmittel, da bin ich mir nicht so sicher. Ich möchte es nicht ausprobieren, jetzt hinterher funktioniert es nicht. Schmiert also jetzt mit Backtrennmittel ein, fülle dann den Teig ein, dann kann ich euch das ja gleich nochmal zeigen, bevor wir es im Backofen schieben. Der läuft schon auf Hochtouren. Ich muss gleich einen Kräuterbaum mitnehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Du auch?
Nochmal. Nicht schade. Ja, ihr Lieben. Wir haben den Teig eingefüllt. Also der ist wirklich bis oben hin. Ich war jetzt so ein bisschen verunsichert, weil hier steht Gugelhupfform 22 cm Durchmesser. Wenn man die Innenmaße nimmt, kommt das hin. Außenmaße, glaube ich, 24 oder irgendwas. Also das ist auf jeden Fall die richtige Form, weil ihr seht, der ist proppenvoll bis oben hin. Den schieben wir jetzt in den Ofen rein. Hier steht jetzt bei 180 Grad, das habe ich ja schon gesagt. Eine Stunde backen, gegebenenfalls nach 30 Minuten mit Backpapier abdecken, nicht dass er zu dunkel wird. Kuchen in der Form abkühlen lassen, dann aus der Form nehmen und in 20 Scheiben schneiden. Können auch 21 sein oder 19. Das bleibt euch ganz überlassen. Also wie gesagt, ab in den Ofen jetzt. Bei mir ist das Blöde, mein Backofenlicht ist defekt. Kann man immer so schlecht sehen. Mein Öhrchen stellen. Wo ist denn mein Telefon? Ach ja, wo ist er? Wir sehen uns in einer Stunde. Macht's gut. Ne? Ich stehe gerade an der Seite. Oh, Leon guckt Kinderfernsehen, um sich ein bisschen abzulenken, damit es nicht ganz so langweilig ist, alleine zu Hause. Und ich hole den Kuchen raus. Der war jetzt ein paar Minuten länger drin. Ich habe nämlich die Probe gemacht mit einem Schaschlikstäbchen. Und da klebte in der Mitte hin noch ein bisschen Feuchtigkeit dran von dem Teig. Da ist er. Klebte also ein bisschen Feuchtigkeit dran von dem Teig. Was ist das denn? Naja. Auf jeden Fall soll man den ja jetzt in der Form abkühlen lassen. So stand das ja im Rezept. Das machen wir auch. Und dann erst werde ich ihn rausstürzen. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie das alles hier so funktioniert. Gut, also wir sehen uns dann, wenn das abgekühlt ist. Hunde, das geht doch heiß hier. Na, und dann schneiden wir den nachher an und dann gucken wir mal, wie der schmeckt. Bin gespannt. Bis später. So ihr Lieben, Kuchen ist fertig abgekühlt. Ich habe den ganz unproblematisch aus der Form rausstürzen können. Es ist auch nichts hängen geblieben. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Ja, ist also richtig schön alles rausgegangen. Das Einzige, was passiert ist, durch die Menge des Teiges ist der Teig hier rein und hat sich dann bis unten durchgebacken. Weil vorhin beim Rausheben ist mir ein Stück, seht ihr, rausgefallen. Ich denke, wo kommt jetzt der Teig her? Die Form hat doch nirgendwo ein Loch. Aber dann ist der oben durch die Öffnung durchgebacken. Ne? Gut, ich habe den jetzt hier mit ein bisschen mit Puderzucker bestäubt und probiert haben wir natürlich auch schon. Zum einen das Stück, was da unten rausgefallen ist, und dann habe ich aus der Öffnung hier noch, also durch das Loch, was da durchgebackt hat, ist den Teig rausgeholt und der schmeckt richtig toll. Klar, weil so vollwertigen Zutaten, ironisch gemeint, vollwert. Also, der ist ganz saftig, fluffig und schmeckt irgendwie wie Waffel. Ich finde, der schmeckt nach Waffel, ne? Mhm. Oder? Schmeckt wirklich nach Waffel und ein bisschen nach Zitrone, obwohl da keine drin ist, finde ich. Schmeckt das nach Zitrone, Nico? Nein, ein kleines bisschen. Ähnelt so, mich nicht. Aber wirklich ein Gedicht. Also ich schwöre, den werde ich öfters machen, weil der schmeckt einfach toll. Hm. Und ich mag ja trockene Kuchen. Und wenn die dann optisch dann noch so schön aussehen wie der, finde ich richtig klasse. Ja, wir bedanken uns mal wieder fürs Zuschauen. Vielleicht ist das was für euch vom Rezept her, vielleicht auch nicht, weil also kalorienbewusst ist es nicht gerade. Bei einem Stück wird es dann bei mir auch bleiben. Die anderen können ein bisschen mehr vertragen als ich. Nicht, dass ich hier ruckzuck das wieder drauf habe, was ich gerade runter habe. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch das nur empfehlen, das mal nachzumachen. Ja, dann bis bald. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt so schnell
Wiedersehen. In den nächsten Tagen stehen ein paar Termine an, aber ich hoffe, ihr freut euch, dass mal wieder was online gekommen ist. Und ja, würde mal sagen, bis bald.